wie er bei der Festnahme reagierte und zu welchen Maßnahmen die Beamten griffen, sehen wir uns in diesem Video an. Nachdem der Polizistenmörder die Beamtin Deborah Clayton erschoss, flüchtete er in ein älteres, verlassenes Haus und versteckte sich dort. Das Haus befindet sich in der Lescott Lane in Orlando. Von dort aus verschickte Marquis Floyd gegen 19 Uhr Textnachrichten von seinem Handy. Er wollte damit seine engsten Verwandten informieren, die ihn mit Lebensmitteln versorgen sollten. Die Polizei nutzte diese Gelegenheit und konnte so das Handy von Lloyd orten. Auch das FBI wurde umgehend über Lloyds Standort informiert. So versammelten sich die Beamten in großer Menge um das verlassene Haus. Sie sperrten und überwachten alle Straßen in der Umgebung. Als Lloyd die Polizei bemerkte, versuchte er durch die Hintertür zu fliehen. Das FBI aber wartete bereits im Hinterausgang, sodass er wieder zurück in das Haus rannte und versuchte durch den Hauptausgang zu fliehen. Dabei trug er eine kugelsichere Schutzweste und hatte zwei Handfeuerwaffen bei sich. In diesem Moment konnte die Polizei Lloyd dazu zwingen, seine Schusswaffen auf den Boden zu werfen und in Richtung der Polizeiautos zu kriechen. Als er in die Nähe der Beamten kam, wurde er gewalttätig in Empfang genommen. Vier Polizeibeamte traten hierbei auf den am Boden liegenden Marquis Floyd mehrmals ein. Insgesamt gab es 16 Tritte und Schläge. Alle davon gingen gegen den Kopf und in den unteren Rücken. Lloyd wurde so stark im Gesicht getroffen, dass er auf dem linken Auge erblindete. Die zuständige Kanzlei überprüfte im Nachgang die Gewaltanwendung der Beamten. Sie stellten fest, dass das Verhalten der Polizei rechtmäßig und gerechtfertigt sei. Auch der Polizeioffizier selbst äußerte sich. Die Tatsache, dass Lloyd eine kugelsichere Schussweste trug, führte zum Verdacht, dass er nicht ins Gefängnis gehen wollte und daher bereit war, sich zu wehren. Das sorgte dafür, dass die Polizei nervös wurde und Gewalt anwandte. Lloyd wurde auf schnellstem Wege ins Revier gefahren, um ihn dort zu befragen. Das Polizeiverhör von mir findest du oben in der Infokarte und in meiner Videobeschreibung. Erst nach der Befragung wurde Marquis Floyd medizinisch versorgt, behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Am nächsten Morgen hatte er seinen ersten Auftritt vor dem Gericht in Orlando. Guten Morgen, Sir. Kannst du mir deinen Namen sagen? Officer, das Mikro ein bisschen näher zu ihm. Guten Morgen, Marquis. Du bist hier wegen eines Haftbefehls. Aufgrund der Ereignisse vom 13. Dezember 2016. Punkt 1. Mord des ersten Grades mit einer Schusswaffe. Punkt 2. Töten eines ungeborenen Kindes durch Verletzung der Mutter. Punkt 3. Versuchter Mord ersten Grades mit einer Schusswaffe. Punkt 4. Schwere Körperverletzung mit einer Schusswaffe. Die Waffe wurde beim Durchsuchungsbefehl gefunden. Marquis, du bist berechtigt, die Dienste von einem Verteidiger zu erhalten. Ich muss wissen, ob du dafür einen Antrag ausfüllen möchtest. Möchtest du einen Pflichtverteidiger haben, der dich vertritt, Marquis? Okay, hast du einen eigenen Anwalt? Du verteidigst dich selbst? Okay. Und welche war deine höchste abgeschlossene Schulklasse, Marquis? Hast du dich jemals vor Gericht verteidigt? Weißt du die Höchststrafe für die Menge an Straftaten? Okay, kannst du die englische Sprache lesen, schreiben und verstehen? Und du glaubst, du kannst dich selbst verteidigen? Und du verstehst die Gesetzesübertretung, Sir? Ob du die Gesetzesübertretung verstehst, Sir? Und du bist dir sicher, dass du keinen Pflichtverteidiger haben willst? Entschuldigung, Marquis, was hast du gesagt? Okay, also ich möchte mit dir jetzt, du bist hier wegen dem Haftbefehl gegen dich. Y'all making up shit like I just went on there and shot this girl, endangering my family. Okay, a judge is a... What if other people want to do something back? Y'all portray this shit to the news people. Like I just went there and shot this girl when there was other guns found on the scene. And all kinds of guns were pulled on me for it, but y'all acting like I just went there and shot her. Her little brother got dropped off while me and her was standing there talking. So all kind of other shit that happened before y'all just put on news. Oh, I just went there and shot this girl, got my family at danger. So no, I wouldn't come in. Right? Danke fürs Antworten, Marquis. Du bleibst jetzt aber erstmal in Haft. Denn alles, was du sagst, wird aufgenommen, Sir. Okay, also ich mache jetzt einfach weiter. I'm not finished talking because y'all been making up shit the whole time. And then y'all make up stuff on my family, lock them up because my check, I work. I work 2-3 jobs. I work and I work for that money. And that's why he gave that money to my daughter. And he gave my niece the other half because he didn't give my daughter all of it. That money was not for me.
Okay, ich mach da mal weiter. I didn't see nothing from nobody. I was out there by myself. How in the hell anybody help me do anything? I went to Walmart myself to buy food. Well, nobody doing nothing for me. Okay, zurück zum Thema. Ich habe dir schon gesagt, warum du hier bist. Für dich gelten besondere Regeln. Du darfst keinen Kontakt zu Ronald Stewart, dem Opfer, haben. Du darfst keinen Kontakt zu Familienmitgliedern von Ronald oder auch von Shadae Dixon haben. Ich möchte damit klarstellen, dass du keinen Kontakt mit ihnen hast. Nicht über eine dritte Person, kein Telefonkontakt. Du kannst dir das gleich nochmal durchlesen. Du darfst nicht Dominic Daniels, Stephanie Dixon Daniels, Ron Daniels und deren Kinder kontaktieren. Du hast das Formular vor dir, das du unterschreiben musst. Ich schaue mal nach einem Gerichtstermin für dich. And then when they had me in the hospital, Channel 9 News sent out that way for me to come out to see what they did for me. Well, they done took my eye. They done broke my nose, broke my jaw. They did all this shit till I resisted, but I crawled out to the motherfucking road. So how did I resist? I ain't resist shit. They just did that shit and they tried to hide it from the news people, but I'm here right now. Hiermit beende ich deinen Aufenthalt. Wir setzen fort, wenn er bereit ist zu unterschreiben. Have him sign the no contact. Die Beamten konnten in der Zwischenzeit einen Zeugen befragen, der den Polizistenmörder live beobachtete. Deborah Clayton wurde in der Nähe von einem Einkaufscenter namens Walmart getötet. Okay, also du warst bei Walmart. Was ist da passiert? Ich kam raus, genau da drüben, und ich bin am Polizeioffizier vorbei. Eine junge Frau sprach die Beamtin darauf an, dass dort ein Verbrecher sei, der gesucht wird. Es war eine Polizistin? Ja, es war eine Polizistin. Und ist dir der Typ auch beim Einkaufen begegnet? Ja, der Typ ist an mir vorbeigelaufen. Er hatte eine Security-Weste an. Ich kam dann dort raus, stand draußen und hörte, wie die Polizistin meinte, er soll stehen bleiben. Aber er hörte nicht auf sie und erschoss sie einfach. Dann rannte er weg. Ich kann es nicht fassen. Niemals dachte ich, so etwas zu erleben. Ich hatte dann aber den Schuss gehört und konnte es nicht fassen. Okay, du sagtest noch, sie hat zurückgeschossen. Als er wegrannte, da hat sie noch auf ihn geschossen. Sie lag hier an der Seite am Boden. Ich wunderte mich, wo die Schüsse herkamen. Denn ich dachte, der Typ war vom Walmart, der sich im Laden umschaute. Ein Sicherheitsbeauftragter? Ja, er sah genau wie einer aus. Auf seinem Shirt stand Security. Und ich bin nicht von hier. Ich wollte nur Scheinwerfer für meinen Truck kaufen. Das war's. Okay, und woher kam denn die Polizistin? Sie kam aus Walmart, sie war einkaufen. Sie hatte gerade ihr Auto eingeräumt. Und ein Kunde kam nun zu ihr und sagte, dass in Walmart ein Verbrecher ist, der gesucht wird. Und sie wollte dann wieder reingehen, um sich dort umzuschauen. Und als sie zurück zu Walmart ging, kam er ihr schon entgegen. Dann hat er sie einfach erschossen. Sie hat ihn am Eingang von Walmart getroffen? Ja, am Eingang von Walmart, genau. Und weißt du, wo er sie angeschossen hat? Nein, weiß ich nicht. Sie hatte eine Weste an, aber ich denke, er hat sie am Kopf getroffen. Okay, und was meinst du? Wie viele Schüsse hast du gehört? Das dürften um die 12 Schüsse gewesen sein. Ja, 12 Schüsse, das ist traurig, sehr traurig. Ich bin gerade echt sprachlos. Ich habe immer darüber nur gehört, aber es nie selbst miterlebt. Eilte jemand der Polizistin zur Hilfe? Nein. Niemand schaute nach ihr. Jede legte sich nur auf den Boden, um in Deckung zu gehen. Lass mich deine Meinung zum Dreifachmörder Marquis Floyd wissen und schreib sie mir in die Kommentare. Über ein Abo von dir würde ich mich riesig freuen. Denn meine nächste